11 der insgesamt 120 Gäste dieses Hotels hatten in der Nacht von Sonntag auf Montag über Brechdurchfall geklagt. Der Verdacht: Norovirus. Es wurde geklagt über Durchfall und Erbrechen und haben immer ein paar Leute gefehlt beim Frühstück oder beim Abendessen. Und dann kam heute Morgen dann per Telefon die Nachricht, dass so ein Norovirus im Hause wäre. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Kreises konnte keine hygienischen Defizite in der Küche feststellen. Die Betroffenen wurden von Ärzten untersucht. Sie alle konnten noch am Morgen das Hotel verlassen. Keiner musste ins Krankenhaus. Das ist eine klinische Betrachtung. Das ist mal ganz wichtig, dass man einfach guckt, wie geht's den Leuten. Ne? Und denen geht es wieder soweit gut. Die waren reisewillig, auch reisefähig und wollten aufbrechen. Und dann haben wir nichts entgegengesetzt. Auch im Westpfalz-Klinikum in Rockenhausen ist der Virus ausgebrochen. Ende vergangener Woche erkrankten 14 Patienten. Es sind also auf zwei Stationen jeweils 7 Patienten betroffen gewesen. Der Ausbruch war sehr heftig. Man konnte also sagen, dass der Zeitraum zwischen Infektion und Ausbruch bei den Patienten sehr kurz war, circa 5 bis 6 Stunden. Das Norovirus hat sich im Oktober und November 2016 wieder verstärkt breit gemacht. 1042 Fälle wurden in Rheinland-Pfalz gemeldet. Im Jahr davor waren es im selben Zeitraum 309 Fälle. Damit hat sich die Zahl verdreifacht.